Hallo und herzlich willkommen hier bei Mele. In diesem Video werde ich euch das Spiel GTA San Andreas vorstellen. Wie das Spiel nun auf der iOS-Version aussieht und ob es den Kauf wert ist, werden wir uns nach dem Intro ansehen. Viel Spaß! So, und schon können wir das Spiel starten. Gleich zu Beginn möchte ich mit dem Preis starten, denn die App kostet nämlich 5,99 €, was nicht gerade wenig ist. Aber ich werde euch nun ein paar Gründe zeigen, warum es dieses Geld auf jeden Fall wert ist. Das Spiel beginnt mit einer schönen Story und wir sehen, dass unser Charakter Carl ist. Carl kommt jetzt nach 5 Jahren wieder zurück in seine Heimat und wird gleich mal von der Polizei mitgenommen. Aber wie wir gleich merken werden, ist die Polizei hier in dieser Gegend ziemlich korrupt und sie werfen uns dann hier an dieser Seitenstraße hinaus. Nun sind wir wieder in unserem alten Gebiet und sind auf uns allein gestellt. Wir werden dann gleich zu Beginn unsere alte Crew wieder treffen, die hauptsächlich aus 4 Charakteren besteht. Mit denen werden wir jede Menge Missionen erfüllen und sind in einem ständigen Krieg gegen die Ballas, die eine örtliche Gang hier sind. Und schon startet hier die erste Mission des Spiels. Wir steigen nämlich auf die Fahrräder, sind auf der Flucht vor ihnen und müssen uns gegen sie wehren. Bei den Missionen geht es immer wieder um diesen Kampf gegen die Ballas und auch hier müssen wir sie angreifen. Und als Nebenziel im Spiel gibt es immer diese Graffitis, die man von ihnen übersprühen muss. Insgesamt gibt es davon 100 Stück und wenn man diese sammelt, kriegt man eben Extras. Hat man dann eine Mission erfüllt, bekommt man Respekt und Erfahrungspunkte und steigt langsam nach oben. Der Story-Modus in GTA ist ziemlich lang und bietet jede Menge Stunden an Spielspaß, wodurch das Spiel nicht so schnell vorbei ist. Neben den ganzen Hauptmissionen gibt es auch mehrere kleinere Nebenmissionen, so zum Beispiel auch die Taxifahrermissionen. Dann gibt es natürlich auch Feuerwehrmissionen, bei denen gibt es irgendwo einen Brand, den man dann löschen muss. Dann zur Steuerung ist zu sagen, man kann zwischen einigen Optionen wählen. Allgemein muss man sagen, dass die Steuerung bei GTA ziemlich gut gelungen ist und sehr gut auf dem Touchscreen läuft. Das Spiel wird am üblichen Ort gespeichert. Man betritt dazu das Haus und läuft auf diese Diskette zu, wo man dann einen freien Speicherplatz wählen kann. Im oberen Stück des Hauses befindet sich der Kleiderschrank. GTA hat wie immer sehr viele unterschiedliche Klamotten, wo auch ziemlich skurrile dabei sind. Dann gibt es auch einen Friseur, wo man die Frisuren neu gestalten kann. Dann kann man natürlich auch zu einem Pizzaladen gehen und sich dort was zum Essen holen. Also dem sozialen Leben in GTA San Andreas sind keine Grenzen gesetzt. Man kann beinahe alles erledigen. Aber neben den ganzen Missionen in GTA ist natürlich immer noch das Open-World-Feeling vorhanden. Man kann einfach jeden Passanten angreifen, man kann sich ein Auto klauen und mit dem dann einfach rumfahren und einfach die Landschaft erkunden. Einfach sinnlose Sachen machen. Und GTA San Andreas ist wie geschaffen dafür. Die Map in GTA San Andreas ist einfach riesig und ist so abwechslungsreich. Wir haben jede Menge Stadtviertel, wir haben auch Waldviertel, Wiesen und Wasser und dabei bleiben bestimmt keine Wünsche mehr offen. Und als absoluten Pluspunkt muss man sagen, dass das Spiel absolut ruckelfrei und mit sehr wenig Ladezeit auf dem iPhone 5S läuft, wodurch es ein absolut perfektes Spielerlebnis bietet. Und wie gesagt, sind die Möglichkeiten einfach unbegrenzt. Man kann nahezu jedes Fahrzeug, das man sich so vorstellen kann, fahren. Es gibt jede Menge Autos und Trucks, dann gibt es auch solche Lastwagen und es ist einfach wirklich alles möglich hier bei GTA. Und ein großer Punkt in GTA ist natürlich auch die Polizei. Denn wenn man sich Ärger einfängt, dann steigen die Sterne. Man kann bis zu 6 Sterne haben. Bei 1 Stern ist die Polizei noch ziemlich nachgiebig. Aber bei 6 Sternen kommen sie schon mit Panzern und schweren Geschützen an.
Damit sind wir aber schon am Ende dieses Videos. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in GTA San Andreas geben. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen nach oben. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, bitte abonnieren, damit ihr auch kein Video mehr von iMailer verpasst. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.